Willkommen im Kriegsgebiet. Oder sagen wir vielmehr Krisengebiet. Denn hier in Korea gibt es keine offiziellen Kampfhandlungen. Wenn die Vereinten Nationen, die Koreaner, die Chinesen oder die Russenmafia etwas erledigt haben möchten, dann passiert das unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Und deshalb brauchen sie Söldner wie Chris Jacobs, Jennifer Mui oder Matthias Nielsen. Mercenaries kombiniert die Freiheit der GTA-Serie mit der Action eines Kriegsshooters. So stehen euch nicht nur zahlreiche Waffensysteme und Ausrüstungsgegenstände, sondern auch Fahrzeuge zur Auswahl. Neben Trucks und Jeeps könnt ihr auch gepanzerte, aber dennoch sehr wendige Truppentransporter, schwer bewaffnete Hubschrauber und Panzer steuern. Letztere verfügen über genügend Feuerkraft, um sogar Gebäude zum Einsturz zu bringen. Und wie man sieht, verfügt Mercenaries über eine erstklassige Physik-Engine. Die Druckwellen der Explosion sind teilweise so stark, dass sie sogar Fahrzeuge umwerfen. Zwar ist es in erster Linie euer Job, 52 Kriegsverbrecher zu fangen, aber je nach Partei bieten sich auch andere Möglichkeiten, ein paar Dollar nebenher zu verdienen. Wie die Söldner die verschiedenen Missionen erledigen, ist ihnen überlassen. Hier müsst ihr etwa eine SAM-Stellung ausschalten. Entweder sprengt ihr sie direkt mit einer Ladung C4, mit einem Raketenwerfer oder Panzer oder mit einem Jeep, den ihr vorher in eine rollende Bombe umfunktioniert habt. Letztendlich ist die Hauptsache, dass die Kohle stimmt. Mit dem Geld könnt ihr unter anderem hochexplosive Unterstützung in Form eines Bombenteppichs anfordern. Oder neue Ausrüstungsgegenstände und sogar Fahrzeuge bestellen. Geliefert wird prompt per Hubschrauber. Die Preview-Version hier zeigt ganz deutlich, dass Mercenaries das Zeug hat, eines der Action-Highlights 2005 zu werden. Auch wenn es hier und da noch ruckelt und zuckelt. Denn der Preview-Code ist bereits über 6 Monate alt. LucasArts ist, was Vorab-Software angeht, immer etwas eigen. Wir dürfen in Sachen Optik also noch einiges an Feinschliff erwarten.